Hallo, ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Haul-Video. Ich habe ja schon so lange keins mehr gemacht. Und da ich letzte Woche frei hatte und viel shoppen war, habe ich gedacht, teile ich mit euch meine Schätze. Ich war bei Lush. Das ist das erste Mal, dass ich mir was von Lush gekauft habe. Denn ich fand das immer ziemlich teuer und ich wollte dafür eigentlich nicht so richtig Geld ausgeben. Aber jetzt war ich so in Urlaubsstimmung und habe gedacht, komm, gönnst du dir mal was. So, was ich mir gekauft habe, ist einmal dieses Peeling Ocean Salt. Ich glaube, das kennen viele von euch. So sieht es aus. Also es ist so grobkörniges Meersalz. Hier steht mit Limette, Kokosnuss, Grapefruit und ja, Meersalz. Und das mag ich auch so ganz gerne. Ich habe es schon zweimal jetzt ausprobiert. Allerdings sind diese Salzstückchen total groß und grob. Und da sollte man wirklich vorsichtig sein. Also nicht so total fest im Gesicht rubbeln. Das glaube ich, damit reißt ihr euch hinterher noch die Haut auf nicht. Also da echt ganz schön soft. Und vorsichtig, das ist glaube ich echt ein Nachteil an diesem Peeling, aber es ist hinterher ein wunderschönes Ergebnis. Ich finde, das fühlt sich total weich und soft an. Also gefällt mir so schon mal ganz gut. Kostet, kostet, kostet. Gibt es in klein und in groß und das kleine hier kostet schon 10,50 €. Ist ja mal ein Preis, ne? Und dann habe ich mir hier so ein Jelly gekauft. Und zwar. Es ist The Joy of Jelly. Ich finde, das sieht total cool aus. Guck mal, wie das hier so von den Farben her ist. Das ist ein Jasmin-Jelly. Halt zum Duschen. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Es gibt auch so ein total samtiges Gefühl auf der Haut. Kostet 6,61 €. Also ich habe mir das gekauft, weil ich mir einfach mal was gönnen wollte. Ich finde das jetzt nicht wirklich günstig. Für jeden Tag und für immer fände ich das auf jeden Fall zu teuer. Dann war ich bei L'Occitane. Und zwar habe ich nämlich das große Problem, dass meine allseits geliebte Handcreme von Dove aus dem Sortiment genommen wurde. So eine ganz schäbige ersetzt wurde. Die ist viel zu flüssig und die zieht überhaupt nicht ein. Also ich will eine Handcreme, die total reichhaltig ist und trotzdem schnell einzieht. Das ist ja immer das Problem. Und deswegen habe ich mir, ups, diese hier gekauft. Ich weiß nicht, ob es bei den unterschiedlichen gibt, aber hier, die habe ich mir gekauft. Und es gab ein Set mit der Fußcreme dazu. Also normalerweise kostet eine so eine Tube 7 €. Und jetzt eine Kombination mit der Fußcreme für 9,50 €. Deswegen habe ich die beiden mitgenommen. Und ich mag Fußcremes auch total gerne. Also am besten abends schön Füße eincremen, Socken anziehen und über Nacht einziehen lassen. Und ihr habt am nächsten Morgen Füße wie so ein Baby. Also ganz toll, wirklich. Die habe ich mir gekauft. Dann habe ich hier noch so eine Probe von so einer Bodylotion bekommen. Die werde ich mal ausprobieren. Mal gucken. So, dann war ich bei Karstadt. Und dort habe ich. Nochmal ein Yves Saint Laurent Rouge Volup gekauft. In der Farbe 29. Auch, glaube ich, so eine super gehypte Farbe. Ich habe mich in die Farbe schon verliebt, als ich sie bei Douglas im Internet gesehen habe. Aber danach kann man ja überhaupt nicht gehen. Und ich habe dann total lange nach einem Tester davon gesucht. Und es gab nirgendwo einen Tester. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt einen Tester davon gefunden habe. Aber guckt mal, die Farbe ist so wunderschön. Ich mache euch mal einen Swatch. Ich finde sie total toll. Also eine wunderschöne Sommerfarbe. Beerig, pink. Und ach, die riechen so leicht süßlich. Und die verschmelzen so wunderschön auf den Lippen. Ich konnte an dem echt nicht vorbeigehen. Wunderschön. Also ganz, ganz toll. Ja, sonst habe ich hier nur noch Proben drin. Irgendwie. Dann war ich bei Vero Moda. Ich habe mir noch so Accessoires gekauft. So Ohrringe in so Blümchenform, in so einem Peach. Sind die nicht total süß? Also die kosten 6,95 €. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade so ein Schnäppchen. Aber ich fand die sowas von süß. Ich konnte echt nicht dran vorbeigehen. Fand ich ganz schön. Und dann habe ich mir noch so einen Armreif da gekauft.
So sieht der aus. Also der ist halt hier so halb, sodass man dann mit dem Ärmchen so da durchgehen kann und dann so. Fand ich total schön. Ist auch jetzt nicht gerade günstig gewesen. 16,95 Euro kostet der. Aber ja, ich fand ihn halt echt schön. Dann geht's weiter. Da war ich bei DM. Und zwar, ja, Abschminktücher habe ich ja auch schon mal im letzten Raubzug von DM gezeigt. Nagellackentferner. Und dann habe ich mir noch so eine P2-Palette gekauft, diese hier, das ist die Midnight Affair, die 070. Denn ich wollte gerne so ein schönes Mintgrün haben. Und es gibt so gut wie kein schönes Mintgrün in der Drogerie. Und ich mache mal ein Swatch von dem Grün. Also es ist so auf jeden Fall eine schöne seidige Textur. Auf den ersten Blick, ich weiß gar nicht, ich habe sonst gar keinen Lidschatten von P2. Ja, und dieses Peach ist ja vielleicht auch ganz schön. Dazu, glaube ich, könnten die vielleicht ganz nett aussehen. So. Ich habe mir noch was gekauft. Guckt mal, diese Kette, die ist von Thomas Sabo. Die habe ich von meinem Schatzi zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und da war schon so ein Lippenstift dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Total süß. Und jetzt habe ich mir noch so einen Chuck dazu gekauft. Fand ich total süß. Ja, also diese, es ist so eine lange Kette. So. Und dann kann man sich das ja immer aussuchen. Also man kann sich halt die Kette aussuchen. Man kann auch andere nehmen, kürzere. Obwohl das jetzt, glaube ich, von der die längste ist. Dann diese diese Anhänger, da kann man sich unterschiedlich aussuchen und dann natürlich diese Charms. Man kann ja auch so größere sich aussuchen, aber die sind auch super teuer. Also hier dieser kleine Chuck hat jetzt 39 Euro gekostet. Und wie teuer die Kette war, will ich überhaupt nicht drüber sprechen. Ist ja auch ein Geburtstagsgeschenk. So, und das war es dann auch schon. Nein, nicht ganz. Ich habe nämlich hier noch eine Tüte. Und die habe ich gar nicht für mich gekauft, sondern für euch. Zu der Verlosung. Ich habe über 100 Abonnenten, was mich total freut. Und vielen, vielen Dank dafür an euch alle. Das freut mich wirklich total. Und ihr unterstützt mich ganz lieb und schreibt immer lieb Kommentare und so. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich denn für euch gekauft habe. Und zwar ist es einmal dieses hier, das Rosewood-Effekt von Manhattan, also Lidschatten. Habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich die total schön finde und total liebe. Es sind so schöne, neutrale braun-beige-Töne. So, die habe ich für euch gekauft. Dann habe ich für euch gekauft hier den P2 Pure Color Lipstick in der Farbe 070 Regent Street. Das ist so ein schöner, peachiger Ton. Ja, ich mache vielleicht mal die. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind alles Sachen, die ich selber besitze und die ich selber toll finde. Und für den Sommer finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ganz schön. Und zwei Nagellacke von Catrice. Das ist die 170 Lucky in Lilac und das ist die 250 ICU. So, das sind die Sachen, die ich für euch gekauft habe. Ich hoffe, ihr findet es schön. Also um zu gewinnen, müsst ihr mir einen Kommentar unter dieses Video posten. Und da schreibt ihr dann bitte rein, was für ein Video ihr euch von mir wünschen würdet. Also was für ein Video soll ich jetzt mal drehen? Ihr müsst Abonnent sein. Da oben ist irgendwo so ein gelber Button. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann könnt ihr mich jetzt abonnieren. Das kostet nichts und das macht mich total glücklich. Bitte pro Abonnent nur ein Kommentar und ja, wie gesagt, ihr müsst Abonnent sein, um zu gewinnen. Und solltet ihr noch keine 18 sein, dann brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern. Ihr müsst mir ja die Adresse geben, damit ich euch das dann im Falle des Gewinnes auch zuschicken kann. So, diese Verlosung geht bis zum 5. Juni 2010, 23.59 Uhr. Ich schreibe das alles nochmal in die Infobox rein, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Ja, also wie gesagt, einen Kommentar posten, welches Video ihr euch von mir wünschen würdet. Dann müsst ihr Abonnent sein, nur ein Kommentar pro Abonnent
Und ja, unter 18 Einverständniserklärung der Eltern. Okay, yeah, ich habe es geschafft, ganz schnell das Ganze unterzubringen. Ich habe nämlich schon oft versucht, irgendwie dieses Video zu drehen. So, das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Ganz viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss.